Morgen miteinander. Morgen zusammen. Wir haben gesehen, es sieht schon etwas anders aus heute wie gestern. Die Sonne scheint. Paffzeit. Und Fließzeit. Aber jetzt wird es langsam recht warm. Ja, jetzt wird es langsam warm. Aber normalerweise haben wir beim Morgenvideo schon wieder müssen wir uns blättern, weil es warm geworden ist. Ja, wir haben sehr schöne Zeit verbracht. Letzte Nacht, letzte Abend und der Morgen war auch sehr fein. Sie macht das Brot selber. Also, und Veronique ist wirklich top, sehr gut. Danke vielmals, Veronique, für den wunderschönen Aufenthalt, für die lässigen Gespräche, die wir haben können führen, für die herzigen Büsis. Und übrigens, die Unterkunft, wir haben ja gestern erzählt, dass die jetzt im Verkauf steht. Das stimmt eben nicht, sie ist bereits verkauft. Und die neuen Besitzer wohnen bereits schon im einen Flügel von diesem Gebäude. Und sie ist jetzt eigentlich nur noch auf der Suche nach einem neuen Zuhause für ihre beiden Büsi. Und nachher geht sie. Ja. Traurig. Ich hoffe, dass die Neuen das mit gleich viel Liebe und Esprit weiterführen, wie sie das gemacht hat. Also, zusammenfassend ein sehr schöner Ort und schade, dass sie dort geht. Mhm. Aber sie hat auch andere Pläne. Sie wird da auf Kosten Logis, wird sie ein Projekt machen, helfen. Workaway.com heisst das Ganze. Und, ja, da kann man schauen, wer Hilfe braucht. Und sie hat schon bereits einen Ort gefunden, wo sie einen Monat lang wird sein und helfen wird dort und Kosten Logis bekommt als Gegenleistung. Das ist eine ganz lässige Sache. Ja. Das ist etwas, was wir uns übrigens auch vorstellen können, dass wir das früher oder später machen werden. Mhm. Übrigens, auf dem Weg jetzt bis dahin. Heute ist Sonntag, das heisst, es ist Jagdsaison. Das heisst, die Felder sind abgeändert und jetzt sind da Trebhühner, Perlhühner, Fasanen, was auch immer. Auf die machen sie Jagd mit ihren Schrotflinten. Und jetzt während den, sind wir 1-2 Stunden zum Laufen. Überall sind die Leute am Ballern. Mit ihren Hunden sind sie unterwegs, mit ihrem Jeep. Und überall wird geballert. Ja, das macht schon ein bisschen Geschmuchel. Man denkt dann immer hoffentlich. Ja, man hört halt die wildesten Geschichten. Ich habe schon von jemandem gehört, dass sie sich dann ordentlich Kante geben, bevor sie schiessen gehen. Und wir hoffen einfach, dass sie wissen, was sie machen. Ja. Ja, eben, wenn halt irgendwie Knarren umeinander ist und ballert, dann hat man immer ein ungutes Gefühl dabei. Ja, nicht schön. Gut, heute schön Wetter, haben wir schon gesagt. Heute geht es etwa 20 km mit einem Umweg, den wir machen müssen, weil wir sonst nichts gefunden haben. Scheinbar ein neuer Besitzer. Ja, aber schauen wir mal. Geniessen den Tag, geniessen die Wärme und machen uns jetzt wieder auf den Weg. Ja, tschüss zusammen. Ciao.
Nein, das habe ich verwünscht. Schön gemacht. Das ist ganz neu alles da. Hoi, hoi, hoi. Da hat sich der Umweg doch gelohnt da. Mega schön mit den Balken. Das war witzig. Ich kann mich fast nicht bewegen, es ist so klein da, aber es ist wirklich mega schön. Hallo miteinander. Hoi zusammen. Yeah, wir sind angekommen, wir sind nicht verschossen worden.
Das war am Morgen. Am Nachmittag hat sie dann aufgehört. Ja, stimmt, weil es geregnet hat. Ja. Ja. Die Jäger haben den Regen, glaube ich, nicht so gerne. Ja, super. Ja. Wir haben ein paar Regensäulen können beobachten, die rund um uns herum gewütet haben. Wir sind auch von ein paar getroffen worden. Ja. Es war gleich nicht trocken heute. Ja, aber wir haben es eigentlich relativ gut überstanden. Es ist nicht so wie vorgestern. Nein. Da sind wir wirklich ziemlich nass geworden. Auch die Schuhe sind sehr nass geworden. Und jetzt sieht es wirklich ist nur so ein bisschen oberflächlich. Also wirklich tipptopp. Und der Ort, wo wir jetzt hier angekommen sind, der ist so wunderschön. Alles nägelnagelneu. Mhm. Wunderschön in weiß-grau gehalten, richtig klassisch, richtig angenehm. Ein Zwergenhäuschen, das ist gut für dich. Für einen Reis wie mich ist das relativ recht knapp bemessen. Sicher. Aber es ist echt klein und kuschelig. Also mir gefällt es auch richtig. Sehr gut, muss ich echt sagen. Ja. Mhm. Internet haben wir keine da, wahrscheinlich. Es hat aber einen Fernseher. Französisches Fernsehen. Ein Grandin, noch nie gehört. Jetzt ist eigentlich da ein Grundig. Nein, es ist ein Grandin. Das ist die französische Form von Grundig. Genau. Kille haben wir gesehen heute, die wunderschöne Kille. Die ist, wie wenn sie gestern erstellt worden ist, frisch bemalt. Die ist, wunderschön. Also für die nimmt man sogar 2 Kilometer Umweg in Kauf. Also wir sind einfach da vorbeigelaufen, aber für die Kilometer wäre ich jetzt 2 extra Kilometer gelaufen heute, weil die ist so wunderschön und man steht so ehrfürchtig in diesen Hallen rein und denkt, wow, es ist einfach unglaublich. Schön, wenn man irgendwie eine Zeitmaschine 200-300 Jahre zurückgedreht hat, dass alles frisch bemalt worden ist, frisch erbaut worden ist. Ja. Und man steht davor und denkt, wow, ist das schön geworden. Man findet fast kein Wort dafür. Ich habe jedes Mal Freude, wenn ich in eine Kirche reinkomme und ich sehe irgendein Bildnis, eine Skulptur oder ein Gemälde oder irgendetwas von einem unversehrten Jesus. Wo, es gibt doch so eins, wo wie das Herz offen ist und er zeigt so aufs Herz und mit der Hand macht dann etwas. Ich finde das immer extrem schön. Meistens ist es ja sehr viel mit Trauer und Schuld und dunkel und düster. Ja. Und ich habe immer mega Freude, wenn ich so einen unversehrten, glücklichen Jesus sehe. Sicher ein schöneres Bild als das ist ja so. Wirklich schön. Ja. Übrigens, wir haben vom Gastgeber ein SMS bekommen, dass sie nicht da sind und dass wir uns da so installieren sollen. Das haben wir auch gemacht. Jetzt, wir haben den Ort über Miam Miam Dodo, oder haben wir den? Weiss, doch, das ist über Miam Miam Dodo, das ist der Guide, der Französisch, haben wir den gefunden. Und Veronique, unsere gestrige Gastgeberin, hat gesagt, es ist ein neuer Gastgeber da. Jetzt hoffe ich einfach, dass der Preis, der Miam Miam Dodo ist, entsprechend ist und nicht schlussendlich eine super Rechnung da präsentiert wird. Mhm. Wir kommen dann irgendwann mal noch das Nachtessen über, scheinbar. Das haben wir so abgemacht. Mhm. Aber jetzt schauen wir mal, bis da irgendjemand kommt. Wir glaube jetzt auch schon 20 vor 6. Und sonst essen wir mal unsere Nüsse, die wir noch haben. Den Kaffee haben wir jetzt präpariert. Also, ja, es geht uns gut. Es geht uns gut. Sehr gut. Und wir haben dann noch mega pressiert am Schluss, weil es ist wirklich eine riesen Front auf uns zugerollt. Und wir haben gedacht, wir haben gehofft, dass wir es noch rechtzeitig schaffen. Aber es hat uns dann schon noch ziemlich gestreift. Aber nachher ist es dann gekommen, wo wir da rein waren. Nachher ist es dann so richtig gekommen, ja. Also wirklich. Das war schon ein gutes Timing, schlussendlich. Ja. Gut. Ja, gut. Wenn es noch irgendetwas Zeigenswertes gibt heute Abend, werden wir das dann morgen noch nachliefern. Sonst, ja. Ich habe einen riesen Krampf im Abend, wir müssen jetzt langsam aufhören. Ja. Danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei gewesen. Schönen Abend. Schönen Abend. Mach's und buen Camino. Tschüss.